ganze Jahr über feiert die italienische Stadt Matera ihren Titel als Kulturhauptstadt 2019. Im Juli 1969 hat erstmals ein Mensch seinen Fuß auf den Mond gesetzt. Das historische Ereignis wird auf der ganzen Welt gefeiert, auch in Matera. Kulturhauptstadt Europas 2019 wird an die Mondlandung von Apollo 11 vor 50 Jahren erinnert. Die Stadt der Steine hat einen besonderen Bezug zur Mondmission. Rocco Petrone, Sohn italienischer US-Einwanderer aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Matera, arbeitete als Maschinenbauingenieur bei der NASA für die Apollo 11-Mission. Renato Cantore drehte eine Dokumentation über sein Schaffen, der in Matera erstmals gezeigt wurde. Rocco Petrone lebte den American Dream. Wenn man bedenkt, dass seine Eltern arme Bauern waren, die 1921 das Dorf Sasso di Castalda verließen und ihr Sohn 48 Jahre später in leitender Position für die Apollo-Mission arbeitete, das ist nichts anderes als der amerikanische Traum. Der Abend heute in Matera ist wirklich magisch. Einwohner von Matera erzählen, wie sie die Mondlandung am 21. Juli 1969 erlebten. Als wir miterlebten, wie erstmals ein Mensch einen Fuß auf den Mond setzte, dort herumlief und hüpfte, das war überwältigend. Wunderschön, sehr bewegend. Ich habe die Mondlandung Schritt für Schritt verfolgt. Als er den Fuß auf den Mond setzte, sprangen alle auf und applaudierten. Ein Höhepunkt des Mondwochenendes in Matera ist die multimediale Performance Apollo Soundtrack. Aufgeführt von den 12 Musikern der britischen Band The Icebreaker. Was Sie heute Abend hören, ist ein Arrangement aus einem Album, das mein Bruder Brian, Danny Lanois und ich 1983 gemacht haben. Die Musik war ursprünglich der Soundtrack für einen Film mit NASA-Filmmaterial. Alles Originalmaterial. Aber daraus entwickelt sie sich etwas weitaus Größeres, als wir uns je vorstellen konnten. Es ist mir eine große Ehre, hier zu sein. Ich war in meinem Leben an vielen Orten und das ist zweifellos einer der schönsten, die ich je gesehen habe. Für mich ist das ein Traum. Mit vielen Ereignissen feierte Matera den 50. Jahrestag der Apollo 11-Mission. Wir kehren in die Stadt der Steine zurück, um den Abschluss des Kulturhauptstadtjahres zu erleben. Go Matera!